So, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Und ja, mein Make-up ist heute inspiriert von einem Survivor. Und zwar sehe ich nämlich genauso aus, wenn Papo oder Hanno den Killer spielen. Deswegen dachte ich mir, passe ich das heute mal an. Und ja, wir haben auch heute wieder die komplette Sülze dabei. Und zwar den lieben Hanno. Den lieben Sterzig. Ja, Medi 2, ich wurde gestrikt. Hört ihr mich? Denn ich habe Ist Musik der von Sound David jetzt Genner gut? benutzt. Könnt ihr mich Ich hören? rede gerade, Max. Hä? Es ist mein Auftritt. Sorry, ich dachte, ich soll Hallo sagen. Hallo. Der liebe Papo. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Und natürlich der liebe Kalle. Ich bin der Galle, ich habe letzte Woche hier im Supermarkt gearbeitet. War super lustig, wieder da an der Theke zu stehen. Ja, da hat die eine Kondome gekauft, aber es war, da muss ich sagen, da habe ich dann die Preise nicht gewusst. Und da müsste ich erst mal die Veronika fragen. Aber letzten Endes sitze ich jetzt wieder hier mit der Sülze. Ich habe es gerade gefühlt. Jedenfalls, falls ihr sehen wollt, warum ich heute so geschminkt bin und die anderen auch, dann checkt auf jeden Fall die letzte Folge von Color ab. Da sagen wir das nämlich. Und ich höre mich doppelt. Und, aber das ist. Das ist heute vollkommen egal. Croissant-Füllung bitte. Ich hätte gern weißes Nutella. Kakerlaken, die gehascht haben. Die gefriert. Gehascht haben. Okay, dann haben wir heute die tolle Croissant-Füllung von abartigen Füllungen. Ich finde übrigens meine Anmods am cringesten. Deswegen würde mich freuen, wenn vielleicht einer von euch unter Hashtag Sülze die cringeste Anmod raussucht und die postet. Und wir haben heute auch wieder wunderbare Kommentare, Leute. Denn das liebe Juwelchen 100, Oh. das merkt man, dass das meine Community ist. Kleines Wieso? Juwelchen. Ja, weil das süß ist. Challenge. Die Survivor müssen immer, wenn der Killer sie an den Haken hängen will, einen Grund nennen, warum er sie gehen lassen soll. Und zwar mit Reimen. Oh. Mit Das heißt, Reimen. wir sagen quasi immer ein Gedicht auf. Genau, und wenn es den Killer überzeugt, dann lässt er uns gehen. Und wenn nicht, dann hängt er uns auf. Mehr Schön. Challenges in die Kommentare. Und zwar von Memorias. Und zwar unter Hashtag Sülze Christus Schrei des Todes. Und ich würde sagen, Henno, sagst du, wie das geht wieder los? Es geht wieder los. Und drücken. Warum hast du nicht nachgeguckt? Ich hab blutiger Schlachter, Digga. Da sehe ich ganz viel Blut. Blutiger Schlachter. Oh, Christo, herrlich. Deswegen, Leute, macht gerne Clips. Wir haben jetzt in YouTube nämlich alle die Funktion, dass ihr Clips erstellen könnt. Deswegen, das ist nämlich einer. Würde mich sehr freuen und ich würde sagen, fangen wir an. Sterziges Killer. Habt ihr alle eure Perks eingerichtet und so weiter und so fort? Ja. Ja, ich hoffe Super. nur, ich habe mein Setup nicht geschrottet gerade. Oh no. Wieso? Hört ihr euch noch doppelt? Nee. Nee. Gut. Hörst du uns? Ich höre euch. Okay. Könnt ihr mich auch gut hören? Ja. Ja, Ja. wunderprächtig. Wunderprächtig. Gib mir eine kleine Sekunde bitte. Könnt ihr Ich mich bin noch so. hören? Na, Ja. nein. Nein. Mädchen Könnt ihr mich 2, jetzt ich wurde. hören? Könnt ihr mich? Wir hören dich, Max. Ganz Oh mein Gott, leise. die Tonqualität. Okay, dann kann's losgehen. Übrigens, Leute, wenn ich noch einmal sehe, dass einer von euch, ja, mich als verpeiltes Gnu oder verspieltes Genug sucht, dann raste ich aus. Jetzt ich? Nein, die Community. Hä, du heißt doch verspieltes Gnu. Ja, das ist schon voll hoch gerankt, dieses verpeilte Gnu. Schluss Ja, damit. text doch aber warum einfach. verpeiltes Gnu? Bist du verpeilt? Das wäre hätte eigentlich wirklich Hä? besser gepasst, der Name, gell? Ich bereue es voll. Verstehe ich überhaupt nicht. Verstehe ich nicht. Was Welchen spielen wir Killer jetzt? spielst du, Gnu? Was? Also wir müssen reimen, ja? Ja. Welchen Killer spielst du? Ich spiele gar keinen. Doch, ich Okay. spiele. Ich lass dich überraschen, wen ich spiele. Ah, du spielst den Todesboten. Hör auf, mich zu Hä? verarschen, Aber Gnu, meine hast du ein Boah. Kostüm an? Ja. Warum? Die Seht Menschen, ihr in Kalles ich Folge? hasse euch. Wir haben alle gar kein Kostüm angehabt. Boah, wenn es wäre so, wäre es richtig gemein. Das wäre so witzig gewesen. Das wäre Dann ist richtig mein ganzer Plan gemein. zunichte. Also ich war nackt. Ich war auch nackt. Ich Ich bin immer werde nicht noch nackt nackt. sein. Ich hatte mir lediglich zwei Sonnenbrillen unter die Achselhöhlen geklemmt. Ist auch ein Kostüm. Also die Haare so in die Sonnenbrille. Kennt ihr das bei den
Ja. Bei den Bügeln. So, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Da klemmen sich ja manchmal Haare ein. Zusammen mit der Silze. Wollen wir uns alle im Schrank verstecken? Nein, 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 nein. Brüchfleisch! Brüchfleisch! Das war. Wir hatten die Palette runtergemacht. Das hat er doch jetzt gesehen, oder? Brüchfleisch! Das heißt, Sterzi ist wieder in seiner Rolle. Falls ihr übrigens findet, dass er einen Preis verdienen sollte, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Kein Preis für Sterzi. Kann also er auch. Erstmal können wir hier nicht arbeiten, das nervt mich schon. Ja, ich hasse es. Ey, mach mal nicht diesen Sterzi. Okay, Papa wurde umgehauen. Echt? Papa, du musst reimen. Ey, yo, fresher, so sterzig, yo, bitte. Warum sollte ich dich fahren? Warum sollte ich dich? Du Ho. Nimm mir einen Grund! Nimm mir einen Grund! Ich bin gesund und deswegen gehöre ich nicht auf den Todesschlundhaken. Das bringt wieder nichts, wenn du gesund bist! Ja, aber er soll reimen. Tod. Hat nichts geklappt. Hat nicht geklappt. Ich glaube, der hat einen Bug. Mein Scheißgrund! Ich denk mir noch was aus. Warum Grund? Wir sollen reimen, Sterzig. Das ist ihm scheinbar wurscht. Aber egal, er wird doch gepatcht. Yeah. Der wird noch gepatcht. Der kriegt noch das Alpha-Update. Wie sieht's denn aus mit Papo? Holt denn jemand? Oder? Eventuell habe ich ein kleines Problem. Oh Gott, dann reim schon mal. Reim. Yeah. So, überzeug mich. Scheiße, genau neben an. Überzeug mich mit einem Reim. Lieber Killer, groß und stark, nimm mich mit. Mit dem groß und stark hattest du mich schon. Oh, danke. Ich wollte gerade richtig goethisch ausholen, Digga. Jo. Muss er noch mehr rein, oder? Er kommt zu euch mit einer langen Flinte. Damit knallt er euch ab. Nein, bitte nicht. Nein, nein, aua, okay. Lieber Sterzi, groß und stark, lass mich ran an deinen Arsch. Griff. Okay, er ist weg, er ist weg. Nein, du bist weg. Okay, lieber Sterzi, du bist wundervoll, trotzdem warst du ungewollt. Meine Mama liebt mich! Alter Klippetis! Na, versuch's nochmal! Okay, lieber Sterzi, du bist einfach geil, deswegen. Lass mich einfach frei! Ich kann das nicht sagen, lass mich einfach frei! Nö. Oh Mann! Oh Mann! Holy shit, das war wirklich ein OP. Das war OP. Ich bin so sauer. Papo, du warst das. Papo, Bill. Wir haben noch keinen Gen fertig. Das ist ein bisschen wack. Ja. Bist du mein Sohn? Da will uns halt reinhören, ne? Müssen uns mehr aufhören. Wo bist du mein Sohn? Wo bist du mein Sohn? Bisschen wack. Ich bin im Schrank. Yeah. Du bist im Schrank. Oh nein. Was ist denn hier um? Oh mein Gott, echt. Bevor ich Killer war, war ich beim Autoscooter. Ja! Ah! Wo kommt der denn her? Ja, da guck doch in die Richtung, wenn ich in die andere gerichtet bin, Digga. Ali, ich mag deine Stimme. Nein, ich mag deine Stimme, Ali. Noch lebe ich, Digga. Noch bin ich am Leben. Du musst reimen, Nein, noch muss ich hier gar nicht reimen, weil ich noch nicht hänge. Ja, aber du kannst doch schon davor reimen, dann lässt er von dir ab. Ich will deine zuckersüße Stimme hören. Oh, süß, ja. Er ist schon weg von mir, Digga. Hey, das ist einfach explodiert, als ich aufgehört habe. Du bist doch nicht weg von mir. Das ist nicht schlimm. Soll ich dir mal was sagen? Sterzig hat den coolsten Style. Ich finde dich super geil. Bitte lass mich auf dem Boden liegen, dann kann ich wieder wegfliegen. Lass mich bloß in Ruhe, dann mache ich einen Schuh. Ey, bitte, bitte, stör sie. Du bist der coolste Dude. Okay, pass auf, ich gehe weg, wenn du die Fresse hältst. Richtig motiviert. Also, okay, Kalle. Das ist der Standard, den ich hier haben will. Das hat mich sehr überzeugt, muss ich sagen. Was ist denn hier los? Oh nein, nein! Hier los! Da doch wieder einer Farbgeschmack. This is the sweetest thing that I have seen. Okay, bitte lass mich gehen. Ich werde dich sonst wiedersehen. Bis heute wollte ich dir noch sagen, ich... Kann ich nicht ertragen. Ich kann dich voll und ganz ertragen. Deine Lunte ist so groß und spitz.
Da sage ich dir, das wird heute nichts. Na gut, ich hau dich einmal, dann lass mich. Nein, nein! Aber war gut, vielen Dank. Warum holt denn niemand mich dann nicht nehmen? Hallo, Kalle. Oh nee, ich bin so sauer. Oh nein. Finde Hilfe steht bei mir. Ja, soll ich dir eine Telefonnummer geben, oder? Oh, Maximo. Hey, ich wäre so gern wie du. Wirklich, ich hab mir Lauf. Nein, das hast du nicht getan. Das hast du nicht getan. Oh mein Gott. So, jetzt wird gereimt. Oh, Max. Ja, rein. Lass mich hören. Lieber Killer, ja. Klein und rund, ja. Schnell in meinen Mund. Ich habe hart im Leben gedrückt, es braucht 10 Jahre, ich bin eine Plage. Lieber Killer, ich bin ein Haufen Scheiße. Oh, ja, Mann, du hingegen bist sehr weise. Oh, bitte lass mich frei, Herr Störsig. Dann fahre ich auch mit dir, Störsig. Na gut, komm, ich lass dich liegen, war okay. Ins, Was ist denn jetzt dein Problem, Herr Papo? Was reimt sich auf Sterzig? Herzig. Fertig. Herzig. Oh nein, Herr Sterzig, ich war im Schrank. Ich dachte, ich wäre galant genug. Nee, ich bin so schlank. Papo, aber dann habe ich doch gesehen, dass... dieser Haken, der ist echt unbequem. Nee. Papo schlägt sich voll an, aber wird immer aufgehangen. Hey, das hat sich gereimt! Ja! Ich bin stolz auf dich. Schon Joker fürs nächste Mal. Leute, Jens, mach die Jens. Sag was, komm. Wieso soll ich was sagen? Ich bin doch gar nicht down, du Pflaume. Du Pflaume. Dann hol ich erstmal die anderen. Oh, jetzt sind hinter Na gut, dann lass mich mal hören. Herr Killer, ja? Lass uns zusammen treffen. Wir haben auch einen gemeinsamen Neffen. Gemeinsam saufen und uns danach im Wald verlaufen. Dann also werden wir gute Zeit haben. Du hast es wirklich drauf, muss ich sagen. Ich werde dich da noch nicht verklagen. Aber Noel, diesen einen Typen kann ich echt nicht leiden. Also der geht mir richtig auf den Sack mit seinen Haaren. Aber die Haare, die habe ich schön. Ich empfehle dir meinen Föhn. Manchmal musst du auch willst deine Föhn. Du damit sagen, meine Haare sind hässlich? Deine Haare sind noch schöner, denn du benutzt den besseren Föhner. Okay. Oh mein Gott, nein. Nein. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Nein. Nein, lass mich bitte. Nein, nein, nein. Ich will dich nicht so. Das ist so. Du hast keinen Bock. Oh Gott, nein. Okay, lass mich mal hören, was das Vögelchen zwitschern kann. Lieber Killer, du brauchst keinen Filler. Du bist wunderschön, so wie du bist. Du bist kein Arschgesicht. Bitte lass mich gehen, dann wird auch wieder bei dir unten einer stehen. Alter, was ist los mit dir? Also diesen Trade gehe ich ein, bin ich ehrlich. Nein, bitte nicht. Komm, der war gut. Du hast immer so gute Reime, komm, sag doch mal. Okay, lieber Killer, bitte hau mir nicht auf die Gebeine. Nachher muss ich wieder weinen. Ja. Und dann laufe ich wieder zu Ikea. Ja. Bis ich nachher wieder ganz verquer durchs Fenster steige. Okay. Über Stock und Stein. Ja. Und ich bin auch ganz herzlich und klein. Lass mich leben, du Stück Scheiße. Ich muss dich sonst. Was hast du gesagt? Nachher gebe ich dir einen Verweise. Dass ich klein und rund bin, aber heute nicht in deinem Mund bin. Also ich sag mal so, ich häng dich jetzt einfach mal auf. Also lieber Killer, ich hab hier keine Klima an. Ich möchte jetzt dein Blut trinken. Klappe, aber ich... Okay, dann halte ich die Fresse, ja. Oh nein, Henno. Oh, Tudels. Lass laufen, ich brauch dich nicht mehr. Okay, dann verpiss dich. Ich hol Henno, okay, mach Jens. Also, wenn ich nach heute nicht heiser bin, dann weiß ich auch nicht. Ja, wirklich, mach Jens, Leute. Oh, Gnubidu. Oh mein Gott. Ich wär so gern Bidu. Oh, oh. Ich möchte gehen, Bidu. Alter, Malboro macht sich bemerkbar, ne? Malboro freut, wenn ich bin. Oh, Gnubidu. Nein, nicht Gnubidu. Ich wäre so gern wie du. Okay, lass direkt den da hinten machen. Zack. Okay, wir spielen heute DBD. Das finde ich nicht okay. Bist du heute auf Crack oder hast du dich versteckt? Lass mich hier jetzt liegen. Ich habe dich nicht gesehen. Also,
würde ich jetzt mal sagen, lass mich wieder stehen. Alter, du hängst mich echt auf, das finde ich nicht nice. Ey, das ist der größte Scheiß. Jetzt lass mich hier liegen, du Arschgesicht! Ich hab nicht gefreestylt, Mann! Ich hab richtig krass gefreestylt, Digga. Hey, ihr beiden, ihr braucht doch nicht in meine Richtung rennen, wenn ich da Kalli aufgehänge. Sorry, da hab ich mitten im Satz gekotzt. Oh, er ist mal bei mir. Hallo, Papi. Yikes, du hast mich am Haken. Hallo, Papi. So, lass mal was hören. Ich kann dich jetzt töten, wenn ich Bock hab. Ich lass jetzt was hören. Das würde ich verstören. Ich werde dich zerstören mit meinen Rhymes, denn ich bin der, der es besser rhymt als du. Denn du trägst viel zu große Schuhe. Außerdem warum nimmst du mich? Okay, soll ich nett sein, dann fange ich nochmal von vorne an. Du Mann in der großen Kanone, ja. Kannst du mir zeigen, von vorne und von hinten. Ich muss jetzt erstmal zu meinen Freunden hinken. Oh, gut, nice. Du mal zu deinen Freunden, war nicht schlecht. Das war echt gut. I'm impressed. Warum von hinten? Ich bin eine Zypresse. Ja, press mal. Nein. Burgenglas. Nein, ich hasse das so sehr. Gurke! Gurke! Sind das eigentlich saure Gurken oder sind das normale Gurken? Ich finde saure Gurken. Richtig saftige, saure Scheiße. Alter Götter. Moin! Dabei hört ihr mich nicht! Nein. Echt nicht? Du sammelst halt die ganze Zeit Scherze. LOL! Oh, du Loser! Okay, ich huste und ich pluste. Du bist ne. Ah! So, du kleiner Kacker. Hallo. Heute Morgen war es noch mein Nachbar. Ich laufe geschwind wie das kleine Kind. Hallo. Reime. In der rechten ein Mess. Ja, so, ich wenn du jetzt ein Papo-Diss-Track machst. Was? Ein Papo-Diss-Track. Okay. Papo, der war mal deine Freundin. Aber für dich war er nur eine Freundin. Verstehst du, wie ich meine? Du hast ihn. Weiß ich nicht, fühle ich nicht. Übelst abgestochen, bis er dadurch hat fett gerochen. In der rechten ein Messer, das perlt noch rot, damit stach er dort oben das Mädchen tot. Dieb. Papos. Ja, danke. Papos Augen waren so groß und offen, von Lachen gepackt, die Brust im zerrissenen Hemd nackt. Hallo, Gru. Nein, ja, bitte nicht. Ich Gesicht offen, aber dann kann ich das auch vorlesen, ohne dass ich besoffen und getroffen mich auf, weg mit Stoffen. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich möchte gerne fliehen. Knut. Mein lieber Sterzi, lass mich gehen. Es schmerzt so sehr im Röst da hinten. Du bitte tu es nicht! Gegen Kalle. Okay, oh nein, nicht gegen Kalle! Okay, okay, lieber Kalle! Meine Fürze! Die stinken viel, viel praller! Als der von Kalle! Der Kalle! Zünde, der Kalle! Okay, genau! Denn Kalle! Meine Fürze ist. Der Kalle! Meine Fürze sind pralle! Nicht schon wieder, Mann. Du willst vielleicht ein Distracking, Max, machen? Na klar. Hey, Maximilian, was ist los bei dir? Ich bin hinter dir, komm doch. Du stinkst jeden Tag immer nur nach Bier. Ich hab einen Haken in der Brust, das macht mir echt Frust. Aber es macht nichts. Hä, wieso hängen die da alle rum wie die letzten Autos? Ja. Und ich werd aufgespießt. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Meine Stimmbänder... Ich darf sie doch aufheben, oder? Ja, ich war doch gut, oder? Die hat einen Banger-Track getroppt, Digga. Okay. Nein, bitte nicht nochmal, Leute, bitte. Ich eskortiere euch raus. Pass mal auf, komm mal mit. Okay. Wo ist Kalli? Darf ich dich beschreiben, Herr Klar. Killer? Okay, dann lass uns weitergehen, bevor wir noch lange stehen. Oh. Warte mal, ich geb dir so Track. So läuft er. Erreicht er den Wald, den Weg, verschwindet über den Brückensteg. Was ein Tune. Ey, ich will, dass jemand davon Rap macht, aus den ganzen Liedern. Einen Song zusammen, das wäre so geil. Wo ist Kalle? Wir machen jetzt noch Singstar. Was macht sie Singstar? Hier? Ich hab meine Periode starten. Ja, gut, okay.
Bruder. Das wäre im Recall. Was soll die Scheiße, hä? Was soll die Scheiße? Ja, im steht auch, wo der Mörder liegt. Und das Blut umschreibt ein Liebesbrief. Ey, du schummelst. Ja, ich weiß. Wo ist die jetzt Kalle? Ja, ich komm zum Tor, Digga. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Mann. So, ich hitte euch alle mal an, ja? Nein! So, Kalli. So, ihr habt jetzt jeweils eine Zeile, um mich wegzudissen. Und der krasseste Diss gewinnt, okay? Okay. Du ekliger Ich fang an! Schnell mein Okay. Hä, hey, Leute, ihr müsst doch mitspielen. Okay, also, ich mach einen. Scheiße, ich hau dir mit Schokolade eine rein, mit braune oder weiße. Okay, Gnu. Ja, es gibt bestimmt Leute, die denken, dass ich oberflächlich bin, aber ich bin eigentlich gar nicht oberflächlich. Ich habe auch hässliche Freunde. Okay, Gnu, hau rein, bis dann. Aber ihre Gebeine, das war nicht meine. Lass mich weiter krabbeln. Also mein Henno muss sterben. Bevor ich nachher aufhöre zu sammeln. Also, nimm mich auf deine starke Schulter. Du hast schon echt geile Reime heute gehabt. Ich gönne dir den Sieg. Ja, voll. Was? Scheiße. Alter, das war alles zensiert. Naja. Oh, auf jeden Fall. Folge bisher. Geile Challenge, Leute. Vielen, vielen Dank an Juweli 100. Oh, mein Hals. Juwelchen 100. Danke für diese geile Challenge. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich war richtig durchbeleidigt aus dem Nichts. Am Ende einfach nochmal so random. Auf jeden Fall auch sterzig. Richtig geil gemacht. Ihr habt auch toll gerappt. Und gereimt. Und schreibt die Kommentare weitere Challenge. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr so toll mitgemacht habt. Lasst einen Daumen nach oben da. Und die nächste Folge gibt's bei Hallo, meine lieben Freunde. Zwei Papo. Das bin ich. Jetzt raus!